Bücherwurm und Kraftpaket fürs Erste. Schön. Weiter geht's. Draußen hatte ich, glaube ich, Schiffe gesehen. Deswegen fürs Erste nachladen, Knippel, ankern. Ja, ich muss wieder auf den Man of War, um da die Kanonen zu regeln. Bomben. Ja. Ja. Da braucht er aber. Nee, Moment, er kriegt Knippel. Davon hat er ja noch ein bisschen mehr und die können wir im Kampf mehr gebrauchen. So, jetzt gehen wir auf die Karte. Wieder auf F2. Dann tauschen wieder den Kapitän. Weil ich im Kampf dann doch lieber mich selbst. Eine Patrouille. Oh, sie wollte doch noch zu mir. Ist das jetzt ernst gemeint oder ein Scherz? Obwohl, Patrouillen müssen ja nicht groß sein. Das stimmt durchaus. Ach, ich hätte meine Segel reparieren können. Ja, so kann es gehen. Kleine Schiffe. Sollte man möglichst wenig beschädigen. Uff, die ging aber weit daneben. Genau dazwischen. Und die Salve vom Man of War genauso. Merkwürdig. Wollen wir noch mal sehen, ob wir eins der Schiffe nicht kriegen können. Wenn nicht sogar beide. Aber den hier kriegen wir garantiert. Das war vielleicht ein wenig zu stürmisch. Allerdings ist jetzt der Mast ab und sie können nicht mehr abhauen. Oh, sie haben direkt aufgegeben. Wie schön ist das denn? Na gut, klar, entkommen war da nicht mehr. Das war klar. Deswegen kann man auch gerade aufgeben. Und jetzt in Windrichtung. Was ist das da eigentlich für ein Kahn? Ach, ein grüner, ich wollte schon sagen, den könnte man ja dann fast schon erobern, wenn der da einfach so steht. Aber nein, das ist ja ein befreundetes Schiff. So, volle Segel und dann wieder Segel reffen und diesmal war es mein Mast. Ja, dieses Mal war es mein Mast. Na gut, es kommt vor. So, Segel nach Hafen. Ankern. Und dann dasselbe Spiel wieder. Verkaufen, verkaufen, abhauen. Obwohl die besten Waren zum Spottpreis. Ich jetzt nochmal. Ah, ich habe jetzt Sklaven. Wieder ein paar. So, die haben wieder Planken dabei. Wie schön. Knippel die Bomben. Behalte ich noch, die verteile ich auf meine Schiffe. Nahrung haben sie. Ebenholz, Rum.
Ja, und das war's schon. Was? Oh, sie wollen keine Kanonenkugeln mehr. Und auch der Rest scheint ziemlich voll zu sein. Wahrscheinlich muss ich denen ein Lagerhaus bauen. Obwohl, 60.000 haben sie doch beim normalen Lagerhaus dann auch. So. Schiffe. Verwalten. Bomben. Planken. So, was hatten die noch? Noch mehr Bomben. Und die kriegen jetzt massig Bomben. Ah, stimmt, da war was. Da war was. Jetzt sind wir hier beide voll, nur mit Nahrung. Was für eine verfressene Crew wir doch haben. Aber es reicht ja jetzt auch für 88 Tage. Naja, gut, mit den anderen zwei Schiffen. So, alles verkauft soweit. Wollen wir doch mal. Und dann können wir auch gerade reparieren. Meine Werft steht euch zur Verfügung, Kapitän. Reparieren. Oh, hat auch was abbekommen. So, die werden direkt verkauft. Einmal 13.000, einmal 8.000. 302.000 insgesamt auf dem Konto mittlerweile. Durch die Sklaven nicht zuletzt, da die auch eine Menge Geld bringen. So, Schiffe sind wieder intakt. Und es geht weiter auf der Karte. Eine englische Patrouille. Jetzt haben wir auch das runde Dutzend voll am Ende. Genau. Genau die Schiffchen brauche ich. Ganz genau die. Klein und total unnütz. Wenn sie die Segel reffen, sehen sie aus, als hätten sie hinten ein kleines Fähnchen wehen. Dass die mittlere Segel nicht hochgeht, wundert mich ein bisschen. Naja. Da hat sie jetzt mein Segel erwischt. Das können wir ganz schnell klären, meine lieben Freunde. Ihr werdet nämlich gleich geentert werden. Von knapp 900 Mann. So. Schön, dann fahre ich den zumindest mal nicht hinten rein. Umbringen, damit müssen jetzt alle Kapitäne rechnen. Ich will keine Gefangenen mehr. Dafür will ich aber möglichst viele Sklaven, um möglichst viel Geld zu bekommen. Das könnte knapp werden. Ja. Zu knapp. Tja. Viel knapper geht es eigentlich nicht mehr. Ja, nee. War ja jetzt recht eindeutig, das Ergebnis. Das hat ja mit knapp nichts mehr zu tun. Hatte ich allerdings vorher nicht die Segel gerefft gehabt. Aha. So kann das doch funktionieren.
Auch wenn das kleine Schiffchen jetzt leidet unter den Schüssen. Das kriegen wir geregelt. Das kriegen wir schon geregelt. Tja. Er kann... Oh, er hat sogar getroffen. Oder mein Schiff, er, sie ist, nein, er ist ja, sind ja immer männliche Kapitäne. Frauen gibt's ja hier. Komischerweise nicht auf Schiffen. Oh, Entern aus der Entfernung. Schön. Toller Entermeister. Könnte manchmal besser sein, aber solange das funktioniert, ist alles in Ordnung. Versklaven, kapern. Was übernimmst du? So, und jetzt wird nochmal quer geschossen zur Kriegsgaleone. Geschossen kann man in dem Fall mal doch wörtlich nehmen, um die Segel ein bisschen anzukratzen. Hat jetzt keinen näheren Sinn, aber man kann es einfach mal machen. Außerdem schießen die auch auf uns. Naja. Naja, nicht so, nicht so, nicht so. Sonst kommen wir hier zu steil rein. Oh. Großes Schiff. Oder, ja. Unsere Segel kommen nicht da in das Gehege. Tja. Sollte ich schon wieder werfen, oder? Leute verloren haben. Wow, da ist einer von unten gefallen. Das sehe ich ja gar nicht gern. Das dürfte uns einiges an Leute gekostet haben. Warum auch immer der nicht aufgegeben hat. Gnadenstoß. Gut. Damit hätten wir auch diesen Kahn. El Canto. Lange nicht mehr gesehen, das Messer. So, jetzt müssen wir eigentlich direkt wieder in die Gegenrichtung. Wenn der abzieht, dann können wir uns auch drehen, um dem Ganzen hier zu entkommen. Eher links rum, denn rechts rum. Nun gut. Dann können wir das Ganze schon wieder verkaufen. Gerade bringt es viel Geld. Gesucht zu sein hat auch seine Vorteile. Also das hat durchaus seine Vorteile. Man wird von Schiffen verfolgt. Und diese Schiffe wiederum bringen Geld. Das sollte jedem eigentlich klar sein. Tja. Und wenn man wirklich nur aus dem Hafen raus, in den Hafen rein, raus, rein, raus, rein, dann geht das auch recht schnell mit dem Geld. Das wollte ich nochmal nachsehen. Was darf sein, Leute, ist es mich dann tatsächlich gekostet hat. Oh. Der war ja relativ leer. Also Offiziere gibt es ja jetzt gar nicht mehr. Okay. Dann auf in den Laden. Die besten Waren zum Spottpreis. Und oh, sie nehmen doch wieder Kanonenkugeln und so weiter.
Planken. Ne, Nahrung nehmen sie immer noch nicht, das war ja klar. Die Planken. Soll ich die verkaufen? Da sind Planken drauf, da sind Planken drauf. Die werden verkauft. Dann krieg ich dafür noch Geld. Dann schlepp die nicht die ganze Zeit mit rum. Weil ich ja eh andauernd wieder in den Hafen fahre und so weiter. Das ist ja. Wow, 100 Planken. Wir haben auch nichts Besseres zu tun, als Planken durch die Gegend zu fahren, oder? Haben wir es mal überlegt. Oh, keine Knippe, keine Bomben. Wow. Die sind doch echt bescheuert. Die fahren doch nur Planken spazieren. Ob das eine Lieferung war? An Planken. Oh, wollen sie nicht mehr. Mhm. Müsste ich doch fast mal gucken. Moment. Kolonie. St. Kitts hat zum Beispiel kein Lagerhaus. Das kostet 40, meine ich mich zu erinnern. Ist ja auch egal. So. Nevis hat zum Beispiel keine Kaserne. Darum können wir uns ja auch mal kümmern. Ein Lagerhaus, ja. Hm. Komisch, warum das noch nicht gebaut war. Auch hier kein Lagerhaus. Hm, okay, jetzt geht mir da drüben meine Augen Keks. Ach, ja, Der hat eine neue Box bekommen. Eine Box, Box, wie auch immer. Oh, Werften könnte ich noch bauen. Oh, da muss ich aber erst eine Festung für bauen. Und dafür habe ich nicht genug Geld. So, was ich jetzt aber machen wollen würde, wäre... Die haben 19. Machen wir mal... Machen wir 20 draus. Dass die mal ein bisschen was haben. Das wäre... Ich weiß nicht, ob es bei der Entwicklung hilft. Ah, ist ja egal. Ich hoffe es einfach mal. Ansonsten habe ich eine sichere... Oder ist das Geld erstmal einigermaßen sicher? Klar, Angriffe könnten das ganze Geld dann wieder rausholen, aber wenn es bei der Entwicklung hilft, dann mache ich das gerne. Und ich mache ja momentan genug Geld, um mir das dann auch leisten zu können. Hoffe ich doch mal, dass das jetzt für alle geht. Ansonsten wäre es natürlich ein bisschen blöd. Oh nein, es haut nicht hin. Ich habe schon so viele Kolonien, die kann ich gar nicht alle mit so viel Geld versorgen. Obwohl, die wollten jetzt gerade gar nicht so viel haben. Nur 7.000. Interessant. Oh, der hat schon 21.000. Ah, aber ist das... Ah, ich höre sie doch, die Musik im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob ihr sie hören könnt. Ich hoffe mal nicht. Mein Mikro hat da ja die Nieren eigentlich, also die Ausrichtung auf mich. Da blendet das oft andere Sachen aus. Ich hoffe, das funktioniert soweit auch mit dieser blöden Musik da drüben. Gut, jetzt hat jeder mal 20.000. Jetzt wollte ich mal gucken. Wer war denn das mit den 21.000 hier? Muss doch. Hier. Die haben geringfügig mehr. Nun gut. Ja, Kolonielevel statt. So. Dorf. Stadt.
Ist das der Sprung? Ich weiß es nicht. Ich weiß gar nicht, wann der Übergang ist. Na gut, jetzt, da wir wieder nahezu pleite sind, verkaufen wir einfach wieder Schiffe. Wieso ist die Werft? Wieso ist die Werft geschlossen? Reisen. Irgendwas stimmt hier nicht. Ihr wünscht, Sir? Moment. Kenne ich den? Ich habe hier eigentlich niemanden zugewiesen mit besonders guten Eigenschaften. Von daher. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Naja, notfalls kann ich ja einen wieder ersetzen. Reisen, Hafen, Laden, Kneipe. Ich glaube in den Hafen. Bin ich bei meinem Schiff und kann direkt fahren. So, dann ist wohl hier in Antigua gerade nichts mit Schiffe verkaufen. Dann geht's einfach weiter zum Petit Guave. So ein Müll. Muss ich wieder nach Petit Guave fahren? Warte, die hatte ich doch befreit. Guadeloupe. Ich kann mich nur um eins kümmern und Guadeloupe ist näher dran. Strafgeschwader. Ohoho. So, Segel streichen, auch hier und hier, ich segle jetzt hier rüber. Werde hoffentlich zumindest die Schiffe übernehmen können. Zumindest mal zwei. Das Linienschiff und das Kriegsschiff. Die Galeone habe ich ja schon eine dabei. Oh, jetzt versenken die sich gleich gegenseitig. Das wäre natürlich nicht so schön. Jetzt kommen sie garantiert nicht mehr weg. Ergeben werden sie sich nicht. Das sollte klar sein. Ja, da kann ich antworten. So, jetzt wird geentert und dann muss ich gleich nach dem Entern. Aufgeben, natürlich nicht. Nach dem Entern. Nach dem Entern wird jetzt nicht reingegangen. Wir warten, bis der Kampf zu Ende ist. Jetzt wird das Schiff getauscht. Und zwar gegen den Schoner. Das hat den Grund. Das habe ich früher schon mal gemacht. Oder in... Früher, ja. Nee, früher habe ich es auch schon gemacht, ja. Nein, ich meine, in einer früheren Folge habe ich das schon mal gemacht. Da werden jetzt die Schiffe einfach getauscht. Jetzt bin ich natürlich auf dem Schoner. Und als Gegenstück habe ich jetzt das Kriegsschiff. Und da Planken.
Schiff tauschen, genau. So, Planken ist natürlich jetzt gerade mit 400 ein bisschen sehr merkwürdig. Deswegen lasse ich die da. Das waren keine 400 auf diesem Schiff. Und die Fracht ist auch überschritten. Das heißt, es ist wieder der Fehler. Jetzt wurde die... das angeblich mein Kriegsschiff versenkt, aber das war es natürlich nicht. Ah, jetzt habe ich ganz vergessen, jetzt muss ich auf dem Kahn... Puh, ich habe natürlich jetzt den Mast gefällt. Das ist natürlich... nicht so kritischer Treffer an der Galeone. Okay. Jetzt versuche ich natürlich jetzt erstmal noch die Dings zu kriegen. Oh, die St. Elmo. Oh. Hätte ich... Kann man Leute... rüberladen? Nee, gell? Leute kann man nicht... rüberladen. Was machen die dann? Das ist kein gesundes Drehen, aber gemacht. Oh, das wird jetzt ein... schönes Gemetzel werden. Oh, ich habe keine Energie mehr, das ist natürlich blöd. Meine Jungs schlagen sich ganz gut. Aha. Ich habe einen Griff geschossen. Schön, Jungs. Mit euch kann man mittlerweile was anfangen. Das ist auch immer ein schönes Zeichen. Danke, Monsieur, dass Sie mir das Schiff überlassen. Ich freue mich sehr. Obwohl, ist ein Engländer, gell? Hier wird jetzt nur geplündert. Denn wir können davon nicht sehr viel brauchen. Die Planken vielleicht. Segeltuch wäre in dem Fall besser, aber... Oh. Kanonenkugeln können rüber. Dann nehmen wir noch die restlichen Planken. Ist alles in Ordnung. So, das Schiff auch noch versenkt. Jetzt segeln nach. Das geht nämlich auf die Leute. Die Traubenkerne. Auch wenn ich Glück habe, fahren sie in meine Richtung. Natürlich blöd, dass die jetzt direkt... Ach, was soll's. Ich warte einfach. Sie kommen ja zu mir. Dagegen können sie jetzt gerade recht wenig machen. Ich kann mich drehen, das auf jeden Fall. Und jetzt gegen... Ah, kritischer Treffer, okay. Es leiden auf jeden Fall nochmal die Leute. Ich bin so gut wie versenkt. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. Ich bin im Sinken begriffen, das ist natürlich nicht gut. Ich müsste jetzt... Oh, ja. Ah. Gut, jetzt kann ich gerade nichts machen. Wieder laden, speichern, da muss ich gleich laden. Da muss ich gucken, dass ich das Schiff wechsle. Laden. Ich wechsle da schon das Schiff.